Hi! Keine Booster, zwei Pokémonaten und nochmal eine Schatzkiste. Ich habe heute wieder den Daniel dabei, denn wir präsentieren euch die Top Series 2. Hi! Ja, Daniel, das Video ist erstaunlicherweise doch gut angekommen, also für die Verhältnisse, sage ich mal. Ne? Naja, lag an mir, nicht an den Ja, Selbstbewusstsein hast du ja, ne? Braucht man in der heutigen Zeit. Wo sind wir denn stehen geblieben? Bei Top Series 2. Genau, da wollten die Leute wahrscheinlich einfach sehen, wie schaut's denn aus? Hat er aber alle... Wir haben uns natürlich gedacht, mach mal slow, Bro. Ja, ne, man muss ja nicht alles auf einmal teilen. Ja, na klar. Die Leute freuen sich ja auch, ja, wenn sie jetzt wieder regelmäßig 3 Videos pro Woche sehen und nicht nur 2, ne? Richtig, ne? Ja. Und für viele ist es wahrscheinlich so, dass sie jetzt denken, naja, wenn es vorher nur bis 70 ging, ja, ist es jetzt einmal so bis 151. Ja, ich hoffe doch, ne? Was falsch gedacht. Ja, was, ne? Wie, was? Hä? Wie weit geht es jetzt? Also hier sind wir tatsächlich immer noch nicht am Ende angekommen, weil hier nochmal ein paar andere Sachen mit dabei sind. Wir kommen nur bis zur 117. Weil jetzt, die Top Series 3... Jetzt möchte ich aber eins von dir wissen. Jetzt präsentierst du hier Top Series 1 und 2 und machst mich da richtig heiß. Und jetzt kannst du mir nur bis 117 präsentieren. Genau. Shame on you. Es sagt ja keiner, dass die Series 3 noch kommt. Ne? Ja, das weiß ich nicht. Das kommt drauf an, wie... Wie die Nachfrage ist, ne? Deswegen einfach mal alle schön in die Kommentare schreiben. Würdet ihr euch noch wünschen, dass... Wir haben sogar auch noch die 4 im Angebot, ne? Die 4, ja, aber jetzt wird's wieder. Series 3, Series 4, Johto 1 und 2, ne? Also wir haben da genug Input, den wir euch geben können. Ne? Einfach mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da drauf wirklich Bock und Interesse habt. Ja, und vor allem schreibt mal in die Kommentare, ob Daniel öfters dabei sein soll oder ob er sich wieder verziehen kann. Naja, genug Spaß, mein Lieber. Jetzt präsentier mal das Ding hier, ne? Was haben wir denn hier? Genau, also hier fangen wir jetzt an mit der 77, ne, das süße Ponyta ist einmal am Start. Wir haben hier dann nochmal den Slowbro. Den Slowbro, ja. Also man erkennt hier schon die Schwierigkeit, dass der deutsche Markt da wohl nicht so drauf eingestiegen ist und dass man wirklich schon ab der 2 wirklich Schwierigkeiten hatte, deutsche Karten zu bekommen und zu erhalten. Und bei der 3 war es ja dann tatsächlich so, dass diese nur englischsprachig auf dem Markt war. Ja, also deswegen muss man sich hier jetzt tatsächlich mit dem zufrieden geben, was es gibt. Aber ist ja nicht schlimm, die Essen kann ich sogar noch übersetzen. Ja, dann schieß mal los. Der Lamus zum Beispiel, ne? Oder Porenta oder Magnetilo. Da gefällt Dodo, mir tatsächlich Slowbro. Slowbro ist besser. Slowbro besser. Ne? Ja. Blättern wir mal weiter. Wir haben hier natürlich eins der Top-Pokémon mit also Gengar. Gengar ist natürlich, aber ich muss ja mal kurz den Alpolo hier angucken, ne? Den Haunter. Aber eigentlich heißt er ja Haunter, ne? Im Sinne von, er verfolgt die Leute, ne? Also er sucht die Leute heim, denke ich mal. Ich erinnere mich, im letzten Video haben wir so ein kleines Rätsel gemacht, ne? Genau, so. Auf der Rückseite haben wir ein paar Fragen. Also ich erkenne es, aber verrat's bitte nicht. Wir übersetzen nochmal, ne? Da heißt, wie heißt dieses Pokémon? Ach ja, das ist ja auch Englisch, ne? Ja. Who's that Pokémon? Ja, Leute, ich weiß es. Wenn ihr wisst, schreibt's rein. Also, hier, Yugong ist natürlich auch genial, ne? Ja, Yugong ist halt also einfach mir das nur... Artwork das auch gut, das, ne? Artwork einfach sehr schön, ne? Dass wir da noch ein bisschen Regenbogenfarben dabei haben. Warum ist das ein Regenbogen? Was macht es? Den Aurora-Strahl. Aurora-Strahl. Deswegen Aurora-Bogen. Leute, bei uns lernt ihr noch was, das gibt's gar nicht. Naja, und später gucken die Leute so aus der Wäsche wie einmal das Slimer, ne? Ja. Um das einfach nochmal hier zu zeigen. Dumm gebabbelt. Ja, also bleibt weiter dabei, ne? Wir bessern uns. Ja. Naja, und wenn das nicht funktioniert, kommen wir mit unserem Hypno und spätestens aber, dann. Guck mal, jetzt hier eine Frage. Das sieht jetzt aus, als wäre das ein besonderes, weil es hier so einen Rahmen hat. Ist es wie so eine Full Art oder was? Oder, nee, das, oder ist tatsächlich nur, wieder nur der Rahmen passend zum Elektro-Pokémon. Ne? Da hatten wir letztes Video ja auch schon gesagt, die Hintergründe sind ja immer dem angepasst, welche Energieform auch das Pokémon hat. Ja. Ja, also da muss man tatsächlich sagen... Auch wieder diese Psycho-Schwingen, ne, hier. Mhm. Ja, das Traumato ist schlimmer als jeder Halloween-Film.
Ja, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, auch. Ist auch schwierig. Da kann man fast froh sein, ne, dass wir aktuell noch nicht auf Facecam sind. Wird auch nicht so schnell passieren. So, ja, also Lickitung, ne, was ist das? Schlurp. Schlurp. Kikli. Ja, aber hier gerade wieder das Kikli und das Nocturne ist natürlich... Aber wie verhält sich denn mit den Preisen eigentlich? Also ist jetzt Deutsch natürlich in der Top Series 2 ist natürlich schon um einiges wertvoller als Englisch, ne, wenn man es mal so sieht. Wenn man es so betrachtet, dann ist es definitiv so, ne? Weil die Auflage, egal um was es sich handelt, da kann es auch wirklich ein normales Booster sein mit normalen Karten. Ist ja in der englischen Sprache immer höher, diese Auflage, wie im deutschen Markt. Und den hast du dir selber ausgedruckt, oder? Genau, also das bin einmal ich als Porträtbild. Ne? Das sieht aber aus, als wäre das selbst gedruckt. Guck mal, ich krieg's nicht mal raus. Das sieht aus wie selbst gedruckt. Da ist die Qualität von der Karte natürlich mal Optimus Prime, ne? Ist aber die Originalkarte, ne? Ja, glaube ich ja auch, aber... Gibt es da auch das mit Schwarz, mit den schwarzen Top-Serien? Das zieht sich durch die kompletten Serien durch. Ne? Auch hier sind wir jetzt schon am Ende der Pokémon angekommen mit der 117. Ne? Haben wir ja das Zebra King. Dann noch auch in der nächsten Serie. Wir haben hier nochmal die Checklist. Ne? Das ist auch immer sowas. Die Checklists, die sind auch immer wirklich sehr schwierig zu bekommen. Also von denen gibt es tatsächlich auch nicht mehr ganz so viel. Aber ich gebe euch einen Geheimtipp. Ihr haltet das Video jetzt an, macht einen Screenshot und habt ihr eure Liste. Ja, das wäre natürlich clever. Ja, dann müsst ihr es nur ausdrucken wie bei Todd und dann ist das eine saubere Sache. Ja. Und hier in der Serie ist es tatsächlich so, dass zum ersten Mal Zusatzkarten dabei waren. Und zwar einmal Filmkarten. Mhm. Ne? Und die gehen einmal von 1 bis 25. Schieb das doch mal ein bisschen noch in die Mitte, weil ich glaube, hier drüben ist etwas dunkel. Achtung. So, mein Lieber. Ne? Dass die Leute das nochmal ordentlich sehen. Mhm. Ja. Ne? Also hier Showdown in Pewter City. Genau. Erinnere ich mich, glaube ich, sogar dran, ne? Als Pikachu da K.O. war und da nochmal mit Elektrizität versorgt werden musste. Genau, da ist es tatsächlich so, wurde das dann nicht von Habitax angegriffen? Kann das eine, sein? Eine Folge der Serie als Filmsequenz dargestellt wurde. Ach, EP1. Auch hier... wirklich schön, auch also das sind wirklich Erinnerungen, ne? Da muss ich sagen, Glumanda frisch gefunden, ganz schwierig, hat ihn immer angezündet, den Ash. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Muss ich echt sagen, also. Also ich bin eher dann der Freund von Shiki mit Sonnenbrille. Ne? Also man muss tatsächlich sagen, das ist ja jetzt noch der Klassiker in Form von Thug Life. Ja, da gibt es das ein oder andere Meme dazu, ne? Ja, stimmt, ja. So, dann kommen wir mal weiter. Aber das gehört jetzt noch zu Series 2. Das ist alles noch Series 2. Ist es komplett, oder? Das ist komplett. Okay. Ja, weil also das ein bisschen... Series das jetzt stimmt's, 1 ja. und 2 ja. ist tatsächlich komplett. Oh, das war traurig. Da erinnere ich mich auch noch dran, als er das Medbo freigelassen hat. Das war ein Herzensbrecher-Moment. Okay, und jetzt steht hier nicht mal. Nee, Quatsch. Steht hier nicht mal eine Packung Tempo parat. Ja, ach Gott. Also ist in der Tat vollständig. Auch hier jetzt die Series 2 haben wir einmal komplett gezeigt. Ne, wir hoffen auch hier wieder, das Video hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, lasst uns mal gerne wissen. Wir sind da wirklich dankbar um jedes Feedback. Ne? Der Daniel hat mit Sicherheit noch den ein oder anderen Schatz im Keller. Ich bestimmt auch noch an Boxen oder sowas. Aber. Ja, müsst ihr mal sagen, ob ihr das feiert. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.